Oh, es geht direkt los. Geht denn mit dem Untertitel? Da ist er. Genau so ist das Spiel. Bei grafisch tut sich da, glaube ich, echt nicht viel. Ich habe natürlich die letzten Tage hin und wieder mal reingeschaut hier bei Demon's Souls. Hab so insgesamt eine Stunde oder so gespielt. Einstellungen vorgenommen. Ich glaube, ich bin bis zum ersten Bosskampf gekommen. Das war so ein schleimiges, was auch immer. Ja. Natürlich fangen wir jetzt von neu an. Aber ich habe echt noch nicht viel gesehen von dem Spiel. So, der Character Creator ist ganz cool. Und ich habe auch schon einen ungefähren Look, den ich erzählen will. Und zwar wählen wir mal den Ritter als Klasse. Ja, der ist ganz ausbalanciert und der hat 10 Magie schon vorab als Default. Und ich will auch ein bisschen in Magie investieren. Und die anderen, die haben nicht so viel Magie, außer der Magier natürlich selber. Aber der Ritter hat vorab schon 10, das finde ich ganz gut. Dann nehmen wir als Startgeschenk, was war denn nochmal gut? Ich meine, die Chance, Gegenstände zu finden, ist zwar nicht schlecht. Ein Stein, nee. Obwohl ein Stein, der ein wegweisendes Licht ausstrahlt. Klares Wasser ist zwar gut, aber das ist nicht, davon haben wir nur vorrätig irgendwie 3 Stück oder so, ja. Deswegen würde ich sagen, nehme ich Ring der Gunst, ja. Gegenstände finden, kommt immer gut. So, was haben wir hier nochmal? Vorlage? Nee. Aussehen, genau. Und zwar haben wir hier den hier. Den finde ich ganz gut. Und der Typ, der hat so eine John Schnee Frisur. Wie Johann Schnee, John Schnee. Und ich finde, so ein John Schnee könnten wir machen. Den kriege ich hin, ja. So ein John Schnee mit bisschen dunklerer Haut, ein bisschen Kenneck-Haut so. Oder vielleicht so. So ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Machen wir den mal so 30. 30 ist gut. Wir sind ja auch alle Anfang 30 hier. Gesicht lass ich so. Fräse lasse ich auch so. Aber da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht viel mit anfangen. Augenbrauen finde ich eigentlich auch in Ordnung. Augen. Ja, braun. Machen wir ein kleines Leuchten rein. So minimales Leuchten. Finde ich ganz gut. Ohren kann man auch lassen. Nase. Nase, der hat einen ziemlichen Buckel.
Nasenrücken, ne? Machen wir mal gerade. Also ein bisschen chirurgisch arbeiten hier. Ne? Tiefe. Ja, soll ruhig so ein bisschen so ein Jack-Zinken werden. Höhe, warte mal, Höhe ist. Höhe ruhig so ein bisschen nach unten. Breite ein bisschen schmaler. So. Sieht ganz nice aus. Der Mund, der ist mir auf jeden Fall viel zu prominent. Den machen wir mal ein bisschen kleiner. So. Das sieht doch schon viel besser aus. Höhe, Tiefe. Tiefe wäre quasi. Tiefe lassen wir auch mal so. Zähne ist im Endeffekt egal. Ich glaube, bezweifle, dass wir in dem Spiel die Zähne von dem Typen sehen. Kiefer, Kinngrübchen. Können wir so lassen. Können wir alles so lassen eigentlich. Können wir eigentlich alles so lassen. Was wäre das jetzt? Okay, ein bisschen markanteres Kinn. Warum nicht? Wangenknochen ist Aulatte. So, Haare. Haben wir ja, wie gesagt, den Jon Snow. Vielleicht kriegen wir die so ein bisschen viel dunkler, so. So, und dann Gesichtsbehaarung. Gesichtsbehaarung würde ich sagen. Naja, das sieht scheiße aus. So einen leichten 3 Tage. Ohne Koteletten bitte. Wenn es geht. Wobei, das ist auch nicht schlecht, ne? Sehe ich gerade. Was wäre denn, wenn wir den hier machen? Ne? So. Eigentlich nicht schlecht. So. So ist gut. Auch ein bisschen dunkler. Ja. Das ist der John. Finde ich ganz gut so. Das wäre too much. Obwohl das auch nicht schlecht aussieht. Oder direkt so ein Wikingerbart wie bei Valhalla. Okay, das finde ich gut. Dekor. Bemalung und Tätowierung. Ja, ich meine, das sieht ganz fresh aus, aber so Make-up in der Fresse brauchen wir nicht unbedingt. Bin ich jetzt kein großer Fan von, vor allem von so einem Zeug hier. Also ein Mike Tyson Tattoo wäre nicht schlecht, aber I don't think so. Ich finde, die Narben sind so in Ordnung. Das sieht ein bisschen geschädigt aus, das ist ganz sympathisch. Ich finde den ganz nice so. Irgendwie gucken mir die Augen aber so ein bisschen zu lieblos. Haben wir noch andere Augenformen? Ganz ehrlich, ich finde die besser. Moin, ich weiß gar nicht, wie ich deinen Nick aussprechen soll. Marquis oder Marcis? Marcis wahrscheinlich nicht, oder? Marquis? Marquis? Ich hoffe, dir geht's gut, mein Lieber. Willkommen im Stream. Heute auch noch vor zu streamen, oder? Marzi? Echt jetzt, so wie Marzipan? Ja, kann ich mit leben, aber ich glaube, ich vergesse das schnell. Wobei die Eselsbrücke Marzipan war ja schon mal nicht schlecht, oder? Ich muss mir das nur merken. Was heißt denn Umgebung? Aha, guck mal, direkt ein ganz anderer Lichteinfall. Ja, ich finde den ganz nice so. Ich finde den ganz nice. Jetzt müssen wir nur noch Khaleesi finden. So, abschließen. Ritter, Ring der Gunst. Körper haben wir männlich. Was ist das? Ne? Erkenne ich jetzt nicht viel Unterschied? Stimme. Komm mal, abschließen. Indem er die Macht der sehr gerne, sehr gerne. Brachte König Alland der Zwölfte, muss die Untertitel ändern. Königreich im Norden, Oletaria, beispiellosen Wohlstand. Bis zu dem Tag, als dichter, farbloser Nebel über das ganze Land fiel. Oletaria wurde von der Außenwelt abgeschnitten.
Und wer sich in den dichten Nebel hineinwagte, ward nie mehr gesehen. Doch Verafex von den königlichen Zwillingsfängen konnte dem Nebel entkommen und klagte der Welt Oletarias Leid. Dass der alte König Aland das Uralte erweckt hatte, die gigantische Bestie, die unter dem Nexus in ewigem Schlaf lag, und dass ein farbloser Nebel gekommen war, der schreckliche Dämonen entfesselte. Die Dämonen machen Jagd auf Menschen und stehlen ihre Seelen. What? Wer seine Seele verliert, verliert auch den Verstand. Wahnsinn greift um sich und das Chaos regiert. Velafex sprach auch von der verführerischen Macht der Dämonenseelen. Verleibt sich ein Dämon eine menschliche Seele ein, wird seine eigene Seele durch ihre Lebenskraft gestärkt. Und die Macht einer ausgewachsenen Dämonenseele übersteigt jede Vorstellungskraft. Findest du? Ich bin nie zufrieden. Nie. Starke Krieger, den Verlockungen erlegen, wagten sich durch den Rest in das verfluchte Land. Doch keiner kehrte zurück. Jor von den Zwillingsfängen. Jod, der Stumme. Danke dir. Bitte mal entweder ist meine Stimme zu leise. Oder das Spiel zu laut, je nachdem. Skurver der Vagabund. Die sechste heilige Astraea mit ihrem Ritter Garl Winland. Und Freik, der weise Hellseher. Der farblose dichte Nebel verbreitet sich langsam über Boletaria hinaus. Die Menschheit blickt ihrer schleichenden Ausrottung entgegen. Wieder viele komplizierte Namen mir. Der dichte Nebel wird eines Tages unsere ganze Welt verschlungen haben. Doch Boletaria hat noch eine Hoffnung. Einen einsamen Krieger, der dem tödlichen Nebel getrotzt hat. Wird er das Land erlösen oder nur ein weiterer Sklave der Dämonen? Ich denke mir, wo kommt der Sound her? Der Controller ist wieder am Quatschen. Der Controller von der PlayStation, der macht so viel Radau, ne? Ich habe den schon auf die fast niedrigste Stufe gestellt. What? Die Reise in den Nexus? Oh, okay. Was wäre denn jetzt, wenn ich auf Nein geklickt hätte? Tapfere Seele, die den Tod nicht fürchtet. Ich werde euch zum Riss führen. Okay. Zum Riss direkt, ja? So dass ihr das Uralte wieder in Schlaf versetzen könnt. Okay. Außenposten-Durchgang. So, das erste, was ich definitiv ändern muss, ist die fucking. Wer will denn einen Untertitel-Hintergrund? Das habe ich nie eingestellt. Der hat wahrscheinlich auch den Rest irgendwie durcheinander gebracht. So, Moment. Ne, Hilfemenü brauche ich nicht. Gegenstände automatisch ausrüsten. Okay, Helm anzeigen aus. Ja, warum nicht? Dann sehen wir wenigstens unseren John Schnee. Das ist okay. Controller gedrückt halten. Trigger-Effekt 1. Vibrationsmodus immersiv. Controller-Lautsprechermodus. Okay, lassen wir auch mal an. Visueller Modus Leistung auf jeden Fall. Okay, das hat er soweit alles beibehalten. Deutsch-Deutsch. Netzwerk. Spiel verlassen. Nein. Wobei ich gerne offline spielen würde, aber. Naja, lassen wir mal erstmal. Ja, Leute. Demon's Souls ist so gut. Ich habe tatsächlich, Oh, Moment, ich verdecke ja komplett das HUD. Ich habe tatsächlich nur Dark Souls gespielt. Und zwar 1 und 2. Und ich habe, Sekiro natürlich gesuchtet. Sekiro ist, ja, ich würde sagen, mein Lieblings-From-Software-Spiel. Einfach wegen der Dynamik. Aber ich... Achso, Bloodborne habe ich natürlich auch gespielt. Also ich bin eigentlich schon ein Souls-Head, würde ich sagen.
Aber Demon's Souls habe ich tatsächlich nie gespielt. Hin und wieder mal so bei Streams eingeschaltet oder bei Let's Plays von anderen Leuten. Aber das hat mich nie so richtig interessiert damals. Und dann erst bei Dark Souls hatte ich erst diesen, ne? Das hat mich erst gehuckt. Ja, und jetzt natürlich, Leute, ich muss euch nicht sagen, ich habe das Spiel, wie gesagt, am Wochenende eine Stunde gespielt. Und ich war sofort hin und weg. Ich war sofort hin und weg. Sekiro, boah, hör auf. Also ernsthaft Marzi, ne? Ich sag jetzt Marzi. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle. Warte, was hast du eigentlich für ein cooles Symbol da? Glitchcon. Marzi. Okay, Marzi. So wie Marcel quasi, nur mit I. Gut, Marzi. Was war ich jetzt am Erzählen? Ja, Sekiro. Also, richtig, wenn du auf Souls-Spiele stehst, mit ein bisschen mehr Bewegung in die Vertikale und ein bisschen mehr Schleichen, aber auch wirklich nur optional, dann, ja. Ist natürlich nicht so Fantasy wie die Souls-Spiele, aber trotzdem sehr gut. Also man kämpft eher nur gegen Menschengegner, aber die Variation ist da trotzdem gegeben. Hin und wieder auch ein bisschen fantastisch, das Spiel. Ja Leute, ihr hört mich jetzt natürlich nicht über die Grafik abnörden, weil wie gesagt, ich habe mir das schon am Wochenende ein bisschen gegeben, aber ja, die Grafik ist 1A. Müssen wir gar nicht diskutieren. Sichelmondgras, okay. Ich glaube, dieses Gras heilt mich ein bisschen. Dieses ein bisschen mehr. Königslotus weiß ich noch nicht. Checken wir später aus. Genau, ich habe noch so einen Dolch. Den finde ich aber nicht so toll. Ja. Und ich kann tatsächlich mit Dreieck kann ich das eine Schwert zweihändig benutzen. Das ist wohl gut, um, ich glaube, Deckungen aufzuschlagen oder so. Sowas. Grafik ist richtig gut. Alter Verwalter. Ja, und super geschmeidig, ne? Also 60 FPS. Es gibt ja natürlich noch diesen Grafik-Mode quasi, wo die Auflösung besser ist. Aber 30 FPS tue ich mir nie wieder an in meinem Leben. Solange ich nicht wirklich muss. Ich werde immer Leistung bevorzugen. Habe ich auch schon in den letzten Streams bei Spider-Man gemacht. Boah, ich finde das Spiel... Spiel ist bei mir ein bisschen zu laut, Leute. Ach scheiße, wie komme ich denn jetzt an die Lautstärkeneinstellung? Kriege ich das von hier aus hin? Müsste eigentlich, ne? Vielleicht noch ein bisschen mehr. Ah, das ist gut. Ich hoffe, ich habe jetzt nur bei mir leider gemacht. Spielst du in 4K? Ich glaube, der Performance-Mode... Ich glaube, der Performance-Mode ist nicht 4K, Marzi. Das ist, glaube ich, irgendwie so Checkerboard nennt sich das oder so. So eine skalierte 4K, glaube ich. Aber auch keine volle 4K. Ist so ein Zwischending. Das ist so typisch bei den Sony-Exklusivspielen. Das sieht im Endeffekt gestochen scharf aus, aber es ist kein 4K. Kein natives 4K so. Also ich könnte jetzt, ne, nur um dir das mal zu zeigen, könnte jetzt hier auf Anzeige gehen und dann auf den, nicht auf Leistung, sondern auf Kinomodus, ja. Dann ist das wohl schärfer, aber du siehst, guck mal, Alter, da kriege ich sofort Augenkrebs. Da kriege ich sofort Augenkrebs. Das ist nämlich dann 30 FPS. Und das sieht nicht viel schärfer aus, ja. Also wirklich so ein marginaler Unterschied. Deswegen schön in den Leistungsmodus. Vor mir die Augen aus den Augäpfeln rauspullern. Hi Blaumeise, ich hoffe dir geht's gut. Gleich meckern. Oh nein! Oh, ich hasse es. Ich hasse es. Ich hab noch dran gedacht, ne? Ich so, ey Jack, du tippst da gleich Just Chatting ein. Vergiss nicht auf Demon's Souls. Nein. Nein. Geht nicht. Oh, und der will nicht. Warum will der jetzt nicht? Marci, hast du das auch manchmal bei OBS? Also falls du OBS benutzt, dass du, den Titel ändern willst und der akzeptiert das erstmal nicht und erst beim zweiten Mal.
Informationen aktualisieren. 30 FPS geht nichts, ist fatal. Deine Belohnung ist, weiß ich noch nicht. Überleg dir was. Jupp, hast du auch, ja. Gut. Ärgert mich zwar für dich, aber es freut mich für mich, dass das nicht nur an meinem OBS liegt. Komm her, du. Und wie geil auch der Sound ist, Leute. Der Sound von dem Spiel ist einfach erste Sahne. Komplett überarbeitet, auf jeden Fall. Wenn nicht sogar komplett neu aufgenommen, kann ich mir gut vorstellen. Der Gegner fällt hin, du hörst den Schild, du hörst das Schwert, wie das auf dem Boden aufschlägt und richtig geil. Ja, der Grund, warum ich gerne offline spielen wollen würde, ist, weil ich die ganzen anderen Spieler hier sehe und das irritiert mich. Ich denke dann, das sind Gegner. Vor allem aus der Ferne. Aber gut, werde ich wohl mit leben müssen. Offline macht er jetzt auch nichts. Ist ja, soll ja, diese Online-Komponente soll ja da sein. Schauen wir mal. Ja, und natürlich die Ladezeit. Ach, warst du vorher bei Streamlabs? Okay. Ich habe mit Streamlabs null Erfahrung. Bis auf meine Alerts natürlich, die laufen über Streamlabs. Ich pick mir so die Rosinen quasi. Ja, und die Ladezeit ist natürlich quasi non-existent. Ja, das war jetzt ein Sprung in eine andere, in einen anderen Bereich. Da haben wir zur Ausnahme auch mal Menschengegner. Ich versuche den mal zu parieren. Ah, das war nichts. Aber der Angriff war auch komisch. What? Okay, ich glaube, ich krieg das nicht mehr hin. Ich wollte eigentlich nur die Animation zeigen, aber er will nicht. Da fehlt der Skill. Alter, fuck you. Ich mach das bei einem anderen. Ich fühle den Gegner gerade nicht so. Das, wenn du den Gegner einfach gar nicht fühlst. Kein Rhythmus. Komm her. Komm mal schön ins Licht. Kann ich dem Chat mal was zeigen hier? Ich dreh gleich am Rad. Später, Chat. Später. Ein bisschen heilen. Bei mir läuft alles über Stream Elements. Streame mit OBS Studio, aber irgendwie buggt es. Was buggt denn so? Weil glaub mir, ich habe mich auch dumm und dämlich gelesen. Vielleicht kann ich hier, vielleicht, wer weiß, vielleicht habe ich einen Trick auf dem Lager oder so. Auch wenn ich es bezweifle. Oder meinst du so generelle Bugginess? Das kann natürlich auch sein. Ja, aber ein bisschen langsam jetzt, mein Freund. Freue ich mich auf Uncharted. Uncharted ist einer meiner Lieblings-Franchises. Hi Tinte, wie geht's dir? Alles gut? Die Anzeigen vom Sound ruckeln. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang gehabt. Auf meinem Beast-PC quasi, den ich mir ganz neu angeschafft habe, habe ich tatsächlich nicht dieses geschmeidige Ausschlagen von der grünen, ja, von dieser grünen Leiste. Sondern das sah so aus wie, als ob das irgendwie 30 FPS wäre oder so, so gefühlt. Das habe ich auch gehabt, ja. Aber ich weiß nicht, wie ich das behoben habe, keine Ahnung. Man soll ja bei einer neueren Windows-Version ab 19.04, glaube ich, soll man mal versuchen, den Game-Mode anzumachen. Man soll versuchen, OBS als Admin zu starten, als Administrator, falls du das noch nicht gemacht hast. Das sind so ad hoc ein paar Tipps, die mir gerade einfallen. Ja, der lässt mich nicht durch seine Deckung hier, ne? Vielleicht sollte ich mal echt den hier. Ja, läuft. Komm, mach was. War nix. Okay. Sehr gut. Es ist gut, etwas kalt draußen, das stimmt. Das stimmt.
Schön dick anziehen. Könntest mal draufschlagen, ja, aber dann wirklich so Bud Spencer-Style bitte, ja? Ansonsten bringt das nichts. Ja, Leute, ist wieder kalt. Der Winter ist wieder da. Weil der Winter nun mal da ist, sieht mein Charakter auch aus wie Jon Schnee. So, was bist du nochmal für einer? Genau so einer. Gibt es hier irgendjemanden im Chat, der Game of Thrones nicht gesehen hat? Gibt es solche Menschen noch? Endlich. Wurde auch Zeit. Du solltest den Laden hier beschützen jetzt. Hast aber keinen guten Job gemacht. Leute, zieht euch das mal rein. Das sieht einfach königlich aus. Mutter hat auch immer gegen den Staubsauger getreten, da ging er wieder, stimmt. Du, tatsächlich. Aber ich war in Irland und habe ein paar der Drehorte gesehen. Tinte, musst du nachholen. Hör nicht auf die Hater. Guck dir das an. Und ich bin ein Typ, der noch nicht mal auf Fantasy und so abfährt. Also so Herr der Ringe und so zum Beispiel ist für mich so okay, aber finde ich jetzt nicht so geil. Ja. Aber Game of Thrones... Mein lieber Scholli. Mein lieber gottverdammter Scholli. Mehelo. Nee, Eiswolf. Melo nicht da. Aber, achso, Moment. Moment, wie mache ich das jetzt? Melo, ich soll dir von Melo was zeigen. Kleinen Moment. Ich versuche das mal irgendwie hinzukriegen jetzt. Ey, es klappt. Und zwar soll ich dir von Melo das hier zeigen. Sie sagte, die hat irgend so ein Spiel gespielt. Ja, was wohl viele kennen. Ups, Moment. Und bei dem Bild musste sie wohl an dich denken. Wolf. Ich weiß nicht mehr, wie das Spiel heißt. Das ist wohl irgend so ein Spiel. Keine Ahnung. Handyspiel oder so. Es sieht aus wie ein Handyspiel, sind wir ehrlich. Achso, die hat das sogar gescreenshottet, sehe ich gerade. Was soll ich dir unbedingt zeigen? Hat sie mir vorhin noch im Discord geschrieben. Ja. So viel dazu. Kriege ich das hier noch irgendwie? Nee. Ganz klar ein Eiswolf, ja. Also da fehlt das Eis, aber gut. Ist sicher so ein... Warte, ich sag dir eben, wie das heißt. Ist jetzt kein Akt für mich hier, Moment. Das ist jetzt kein Akt. Doch, das ist ein Akt für mich. Nee, Moment. Kriege ich das? Ja, tatsächlich. Nonogramm. Nonogramm. Betonung auf No-No. In meinem Fall. So, zurück zur Play-Z. Ja, Eiswolf, hör mal, ich hoffe, dir geht's gut. Wirst hier direkt so herzlich mit Bildern und so empfangen. Oh nein, der Vorhautdämon. Bei dem muss man, glaube ich, verlieren. Also ich habe beim ersten Mal direkt abgelöst. Ich gönn mir erstmal. Shit! Versuch den mal ein bisschen zu bearbeiten hier. One hit, ne? One hit. Ja, ja, ich bin gestorben. Ja, Picross ist Nonogramm. Ah, okay. Wieder was dazugelernt. Picross klingt aber cooler. Das erinnert an Bob Ross, weißt du? Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt wird. A little splash of green.
a little splash of blue. Seele der Verlorenen aus ihrem Gefäß entnommen. Gewährt eure Stärke, auf dass die Welt geheilt werde. Auf dass die Welt geheilt werde. Musik und so. Ist der Nexus. Richtig nice. Er hält den Norden Boletarias zusammen. Der hat es immer gesagt. Happy Painting, God bless. Ihr könnt den Nexus nicht verlassen, aber die fünf Keilsteine führen euch in die äußeren Länder. Absolute Legende, der Typ. Ne? Sieht so einfach aus immer, wenn er das macht. Und du hängst dann da so mit so einem kleinen Schwamm. Versuchst irgendwas zu reißen. Du bist gestorben und deine Seele ist im Nexus gefangen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Ja, Leute, so fängt das Spiel quasi an. Indem du jedoch Dämonenseelen erbeutest, kannst du deinen Körper wiedererlangen. Nice, nice. Nexus-Bindung haben wir einmal. Ja, ihr seht schon, ich bin so ein bisschen in Seelenform. So leicht. Meine Umrisse. Ihr seht oben, meine Gesundheit ist halbiert. Die bleibt auch so, bis ich meine physische Gestalt wieder zurückerlangt habe. Wie das funktioniert, weiß ich selber noch gar nicht. Aber das kriegen wir schon irgendwie noch raus, ja. Ich rede mal am besten mit dem Dude hier erstmal. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ihr jagt Dämonen. Dann versucht es bei den Keilsteinen. Nun geht. Deshalb kamt ihr doch hier, nicht wahr? In das verfluchte Proletaria. Ich höre immer Proletaria. Ja, das hier sind übrigens Real-Life-Spieler auch, die gerade hier irgendwas machen. Und weg sind sie. Man kann wohl auch Real-Life-Spieler beschwören, mit in die Party nehmen oder so, koop-mäßig spielen, aber das werde ich mal erstmal lassen. Was bist du für einer? Ich bin Lagerus Thomas. Ach, der Thomas. Als die Plage kam, traf sie mich unerwartet. Als ich zu mir kam, da war ich hier, in diesem Nexus. Meine Frau und Tochter wurden Opfer der Dämonen. Aber im Kampf wäre ich nutzlos. Doch zumindest hoffe ich, euch tapferen Dämonentötern Hilfe anbieten zu können. Ich Moin, Irosuki. Und passe auf überschüssiges Gepäck auf. Wie, der hat seine Familie im Stich gelassen? Was ist das denn für ein Typ? Chat, ich frage mal nochmal ganz kurz, obwohl ich gerade ein sehr nettes Kompliment bekommen habe. Sound ist in Ordnung, ja? Man hört die Stimmen, man hört mich und so, alles ist gut, ja? Weil ich habe gerade noch mal ein bisschen an meinem Sound rumgefuchtelt. So, bei dem kann ich lagern, sehe ich gerade. Lagerkiste. Natürlich leer. Was ist das denn? Schnitter, Sense, what? Eine Stangenwaffe, also Sensen und so, ja, hör mir auf. Obwohl ich die nötigen Attribute anscheinend schon habe. Okay. Ein Schild, ansonsten nix. Ja, wunderbar. Viel Erfolg. Dankeschön. Dankeschön, du siehst aus wie der Schmied. Hallo, hallo. Seid ihr neu hier? Kann ich euch zu Dienst sein? Alles gut, wunderbar. Das freut mich. Ich bin Baldwin. Hey, Milo, du bist ja noch am Start. Ungewöhnlicher Schmied. Ist ganz simpel. Bringt mir so viele Seelen wie möglich. Zum Tausch gebe ich euch Waffen oder verstärke die, die ihr schon habt. Mit euren Seelen kann ich mein Leben bestreiten. Und mit meinen Waffen werdet ihr länger leben. Ein guter Tausch, oder? Win-win, würde ich sagen. Ausrüstung reparieren. Alles reparieren, 73. Ich meine, reparieren ist ja wohl erstmal noch
ziemlich unnötig, oder? Achso, da steht 249 von 250. Okay, das ist alles noch sehr frisch. Aber schon mal gut zu wissen, dass wir, dass die Gegenstände kaputt gehen quasi. Dass die abnutzen. Wusste ich gar nicht. Gegenstand kaufen. Sichelmondgras. Frisches Gewürz. Stellt eine kleine Menge der MP wieder her. Also MP ist Mana, ne? Etzwetzstein. Erneuert die Haltbarkeit. Kurzschwert. Ja, okay. Das ist alles noch Wucher hier. Ich könnte mir einen Pfeil kaufen, aber ich habe gar keinen Bogen. Deswegen... Kein Interesse, ne? Kein Geld. Keine Seelen. Nicht lange durch. Interesse ist da. Ja. Dann hätten wir das auch geklärt. Was sind das hier? Das sind so... Genau, übrigens diese roten Markierungen auf dem Boden, das sind manchmal Real-Life-Spieler, die uns irgendwelche Nachrichten dalassen. Zum Beispiel Visionen von Anfänger. Keine Ahnung, was das heißen soll. Upsa, sorry. Und dann kann ich die auch bewerten mit gut oder mit böse. Oh, sorry. Was war das denn jetzt? Schauen wir uns mal die nächste an. So, Zeit für Sterben. Also es war ein ganz intelligenter, auch der deutschen Sprache absolut mächtig. Deswegen kriegt er von uns erstmal ein Böse. Ja. Genau, und hier sind sehr, sehr viele. Das sind aber auch so Zeit für Wegrennen. Ich weiß nicht, was das hier soll. Das ist dann quasi hier so ein kleines Tutorial. Ja. Das ist dann aber tatsächlich vom Entwickler selber platziert. Rüste einen Fokus aus, um Zauber zu wirken. Das ist schon mal gut zu wissen, das wusste ich nicht. Rüste einen Talisman aus, bla bla bla, solche Sachen. Ja. Kannst du Nachrichten hinterlassen? Oh. Nee. Nachrichten. Wähle eine Vorlage. Ach so. Vergiss bloß nicht. Boah, soll ich die Leute mal richtig verwirren? Benutze den Hebel. Das mache ich. Vergiss bloß nicht, benutze den Hebel. Will ich nicht wissen, wie die Leute ausrasten, wenn die den Hebel nicht finden. Wobei ich gehe davon aus, viele haben das Spiel schon gespielt. Demon's Souls nicht gespielt zu haben, ist ja fast schon... das ist so, als ob man den Paten noch nicht gesehen hat. Und ich gehöre tatsächlich dazu. Ich habe das Spiel nie gespielt. Was bist du für ein Dante? Oh je, wie ist das passiert? Hey. Hat Gott uns verlassen, weil König Erland ihm keinen Respekt gezollt hat? Oh, Umbasa. Umbasa. Nicht Mufasa? König der Löwen hier, oder? Hallo! Du kriegst ein Like. Na, hier geht's nur runter. Wir checken mal so ein bisschen den Nexus hier ab. Gehen wir davon aus, das ist hier unsere Base. Aber ich glaube, hier ist nichts mehr. So, der meinte Keilstein. Genau, Palast von Boletaria. Bis hierhin hatte ich gespielt. Jetzt frage ich mich aber gerade, was oben ist. What? Das ist der Weg. Vertraue immer ein falscher Gott. Okay, jetzt verstehe ich auch, warum das grammatikalisch nicht so korrekt ist. Das sind ja quasi Satzteile, die man sich aussucht. Satzsegmente. Und die dann zusammenwürfelt. Hat hier auf jeden Fall kirchliche Atmosphäre. Oh, da liegt ein Item. Hier fängt Demon's Souls erst richtig an. Hier. Kehre um und gehe zu hinter dir. Aktuelles Profil.
Spielerprofil, aktuelles Profil. Okay. Also, das bin ich, ja. Ach so, das ist mein... Das eine ist mein... vorheriger Spielstand quasi. Hier kann ich nicht lang. Ja, dann gehen wir wieder nach unten, ne? Hier gibt es nichts mehr zu sehen. Ne, noch ein runter. Also, wir haben hier quasi einen Lageristen, wir haben einen Schmied hier und das war's. Was ist das hier? Geil. Vielleicht hat er ja noch was zu erzählen. Kamt ihr wegen der Dämonenseelen? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? Ah, ist allerlei. Ihr seid nur ein weiterer Gefangener des Nexus. Wir sind hier willkommen, solange wir nur weiterhin die Dämonen töten. Okay. Good to know. Eine gigantische, aus Stein erbaute Burg im nördlichen Königreich Boletaria. Eindringlinge erwarten darbende Soldaten, ihrer Seelen durch Dämonen beraubt und furchterregende Drachen. Oh mein Gott. Diesen fucking Drachen, den habe ich schon in so Trailern vorher gesehen. Da habe ich mich ein bisschen gespoilt. Das passt jetzt aber ganz gut mit dem Jon Schnee und mit den Drachen. Da ist er. Wow. Es waren ein paar Leichen in seinem Mund. Tore von Boletaria. Okay. So, ich bin jetzt in dieser Geisterform die ganze Zeit, oder was? Erstmal, Leute, Regel Nummer 1. Wenn du irgendwo landest, erstmal zurücklaufen. Ja? Immer den falschen Weg erstmal gehen. Da gibt es bestimmt immer Loot. Ja, da hinten sehe ich schon ein paar Gegner. Blutlache. Okay. Ich glaube, der sagt mir, dass da einer gestorben ist. Hui. Man kann übrigens, für die, die es nicht wissen, versuchen, hinter den Gegner zu gelangen. Und dann kann man den quasi mit einem Hieb hinterrücks abstechen. Manchmal ist er dann direkt tot, manchmal auch nicht. Je nach Gegner. So zum Beispiel, so. Zack. Und der stirbt direkt. Weil das wahrscheinlich so ein sehr schwacher Gegner ist. Ja, und das gehört natürlich zu der Spiele, zu den Spielen Kategorie sehr schwer. Ja, Demon's Souls. Sehr schweres Spiel. Zumindest der Klassiker, ja, das Original. Also es kann einem quasi jeder Gegner gefährlich werden, wenn man nicht aufpasst. Mehrere Gegner gleichzeitig ist auch immer fatal. Egal, ob das schwache oder starke Gegner sind. Das weiß ich noch alles aus Dark Souls. Oder Sekiro. Oh. Shit. Shit. Shit.
Ja, manchmal akzeptiert er den Backstab nicht. Komisch. Ui. Da noch einer. Keine Ahnung. Ich glaube, ich darf nicht rennen oder ich darf mich nicht bewegen. Der hat ein geiles Flammenschwert. Genau, und sterben ist quasi, ich will nicht sagen Teil des Spiels, es gibt bestimmt Leute, die nur ein, zweimal sterben im ganzen Run. Aber, ja, sterben gehört dazu. Und oben rechts seht ihr die Seelen, die ich bis jetzt gesammelt habe, also 274. Das ist quasi die Währung des Spiels. Damit kann ich sowohl Gegenstände kaufen, als auch den Charakter aufleveln, ja. Aber wenn ich sterbe, gehen die Seelen verloren. Und ich muss dann quasi an den Sterbepunkt zurücklaufen. Oder bis zum Sterbepunkt wieder mich vorarbeiten. Und meine verlorenen Seelen einsammeln. Wenn ich auf dem Weg dahin wiederum nochmal sterben sollte, was durchaus passieren kann, dann sind die gesammelten Seelen endgültig weg. Also das ist quasi eine Strafe von dem Spiel. Wenn er nicht aufpasst, dann ist alles futsch. Aber es gibt auch Seelen, die man pauschal aufsammeln kann. Zum Beispiel die hier, ja, das ist dann eine Seele eines unbekannten Kriegers, die liegen so in der Welt rum, ja. Und die gehen allerdings nicht verloren. Das heißt, so eine gewisse Sicherheit hat man schon, ja. Halbmondgras. Wie viele Mal? Ich habe schon 18 und 6. Und mir fällt gerade ein, ich habe gar nicht alle Ausrüstungen hier ausgewählt. Was habe ich denn hier noch? Achso, gar nichts. Ja, okay, gut. Ringe habe ich auch keine. Okay. Oh, oh, oh. Ich habe mich gehört, Bro. Das ist der 3D-Sound von der Blazy. Ach komm. Meinst du jetzt nicht ernst? Ich heile mich mal. Brandbombe. Sehr gut. 5 Stück direkt. Okay. Doch Brandbomben sind schon ziemlich stark. Das ist ein geiles Gefühl zu parieren. Quasi im richtigen Moment den hier machen. Kurz bevor der Gegner einen mit seinem Schwert trifft. Sehr schwer. Habe ich gemerkt. Hier höre ich doch schon was. Achso, was bist du? Jo, ist klar. Warum kannst du jetzt Feuerzauber werfen? Oder Bomben, oder was sind das? Nein, 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 nein. Hier da unten liegt auch noch was. Genau, das sind jetzt zum Beispiel so Seelen, die man behält, selbst wenn man stirbt. Die muss man dann quasi aktivieren. Und dann kriegt man die gebucht. Ihr müsst euch die Seelen im Endeffekt wie eine Währung vorstellen. Mehr ist das nicht. Sowohl für den Charakter an sich, als auch für alle Gegenstände und so weiter. Oh, oh, oh. Tja.
Serpentin? What the fuck, man? Backstab! Moment mal, ist da unten was? Nee. Okay, irgendeiner wirft noch mit Bomben. Oh shit! Oh, das war ein Fehler. Ja, ich habe leider keinen Fernkampf. Bräuchte man einen Bogen oder so. Komm. Ist auch immer eine gute Strategie, Gegner isoliert wegzulocken.